Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Wenn du meine Videos gefunden hast, weil du bei Google gesucht hast, hast du vielleicht eingegeben, also nicht Therapie, Heroin aufhören oder sowas. Und darüber habe ich eigentlich noch gar nicht geredet, was mich bewogen hat, aufzuhören mit Heroin. Ganz einfach, Heroin war gar nicht mehr drin. Ich bin da zwar mit reingerutscht, weil ich hatte so Polytox, weil ich halt alles Mögliche genommen habe und mir keinen Kopf gemacht habe, wegen dem Abhängigwerden, dem körperlichen. Ich war halt Arsch doof. Ich habe es natürlich gewusst vorher, ich habe es gelesen, aber wie es halt mit den Zigaretten auch, habe ich immer gemeint, ich kann jederzeit aufhören. Und ich habe mich jedes Mal selbst belogen und ich konnte halt nicht wieder aufhören, einfach so. Ja, das hat mir jedes Mal einen Kampf gekostet, wenn ich mir irgendwas wieder reduzieren habe wollen oder Zeit und das nicht mehr nehmen habe können. Und bei dem war es genau dasselbe. Ich habe den körperlichen Entzug gehabt. Die Franzi sagt zu mir, hey, Alter, das ist keine Grippe, was du hast, rauch ein Blech, dann ist das weg. Und ja, so war es. Natürlich war es sofort weg. Und da ich da gerade in Holland war, wusste ich auch, wie schnell das geht, dass man was besorgen kann. Eine halbe Stunde noch bis zum Zug, ich kann mir schnell was besorgen. So einfach war das da. Ich war in Rotterdam, bin runter vom Hotel Richtung Bahnhof, Zentralstation. Hab die Marokkaner, die da auf der Straße waren, in die Augen geguckt. Und wenn einer bloß so macht, dann weißt du schon, dass du da irgendwas kriegst. Dann gehst du hin und fragst freundlich, als ob sie Deutsch verstehen. Und dann man sagt ja, und dann sagst du, okay, ich bräuchte weiß, braun, hast du braun? Und dann weißt du, was du willst und du kriegst auch, was du willst. Und das sind ja wirklich gute Ware und davon haben wir halt einfach was geholt. Das war nicht schwer. Damit ich halt immer versorgt bin. Aber ich habe halt dann schon angefangen, an dem Augenblick, als ich da den Zug gespürt habe und mir das geholt habe, auf der Heimfahrt haben wir darüber gesprochen, hey, wir wollen aufhören. Und seitdem war das so. Und ich habe wirklich bis zur dritten Therapie gebraucht. Also es war ein langer Leidensweg bis dorthin, weil immer wieder diese Phasen sind, wo du genug Geld hast, wo es dir gut geht, wo du einen guten Stoff hast und du sagst, eigentlich brauche ich noch gar nicht aufhören, weil mir geht es ja gut, meine Adern sind noch alle da, Stoff ist gerade genug da, ist ein geiles Gefühl und das Leben läuft so hin und läuft, halt ein bisschen älter und gehst zur Arbeit und wie läuft. Bis mal wieder was Zeug weg ist und dann reißt du wieder die Beine weg und Arbeit weg, Wohnung weg, Scheiße läuft und du hast kein gutes Zeug, du hast dauernd Schmerzen, du kämpfst dich halt Tag für Tag durch dein Scheißleben dann, ist alles nur noch wie ein Kakao, alles zieht sich und so. Und wenn der Affe vorbei ist, geht's wieder. Eine Zeit lang geht's auch gut, bis halt irgendwann einmal was passiert, dass dann, ja, keine Ahnung, warum das dann mal wieder nimmt. Bei mir machst du meistens einfach ein gutes Material, das ich halt nicht widerstehen habe können, als ich das gerochen habe und gesehen habe. Ich war halt süchtig. Ja. Das heißt, musste ich dann erst einmal verstehen, hey, Alter, du bist süchtig. Das musst du dir dann eingestehen. Ich bin süchtig. Ich bin abhängig. Ich will nicht mehr. Wenn du da bist, weil ich will nicht mehr, fängt es an, dass du versuchen musst, erst einmal substanzfrei zu werden, egal was, ne? Versuchen erstmal alles weg. Und wenn du das geschafft hast, bist du ja erst einmal eine Zeit lang ein bisschen klar im Kopf. Das ist alles ein bisschen roh noch und das dauert der Zeit, bis das sich normalisiert. Weil nur substanzfrei heißt ja nicht, dass man da wieder nüchtern ist und Leute ganz normal, sondern es dauert eine Zeit. Ja, da müssen sich die ganzen Transmitterstoffe wieder einspielen. Und wenn es dann aber ist, sagen wir mal ein Jahr später, schau mal, du schaffst es wirklich ein Jahr lang substanzfrei zu sein. Das heißt Alkohol, Koks, Heroin, irgendwelche Medikamente, egal was das ist, was du zum Berauschen nimmst. Wenn du es geschafft hast, nach einem Jahr, dann bist du erst so einigermaßen normal. Ja? Aber bist du stabil genug, dass du irgendeinen Schicksalsschlag einstecken kannst? Das ist mir die nächste Frage. Ich bin ja auch nicht sofort einfach so aus der Therapie raus, zack, wieder rückfällig. Ja, doch, man hast schon, es ging ganz schnell. Aber Heroin, das hat lange gedauert. Und
Ich denke mal, beim letzten Mal, wo ich es für mich entschieden habe, da habe ich ja schon so viel Therapieerfahrung gehabt, da wusste ich ja, was ich machen muss und wie ich das umsetzen kann. Und das hat mir dann auch geholfen. Ich bin sehr, sehr, sehr lange jetzt clean. Also, weißt, und es interessiert mich auch gar nicht mehr so. Aber tatsächlich ist, es gibt Tage, da bin ich schon schwach. Könnte ich, würde ich gern. Und da muss ich mich sehr zusammenreißen, da muss ich dann auch mir Gedanken machen. Und meistens hilft mir dann mein medizinisches Cannabis am meisten. Da mir das ja dann andere Gedanken verschafft, dass ich halt dann nicht an die anderen Substanzen denken muss. Ja, dann habe ich halt nicht den Kopf voll mit einem Druck und so, dann hätte es keine Schmerzen. Und dann war wieder eine Zeit lang ohne Schmerz und High Life und dann wird es wieder gut gehen. Aber das, was danach kommt, nee, weißt du? Aber in manchen Situationen denkt man halt da nicht dran. Es ist wie wenn man verliebt ist. Dann ist man auch dumm im Kopf. Dann macht man auch Blödsinn. Und ist nicht mal ganz Herr der Lage und kann keine logischen Zusammenhänge manchmal herstellen oder irgendwie richtig handeln. Da macht man halt auch manchmal genau das Falsche. Und so ist es da halt auch, weißt du? Da kann man nicht mal so richtig sein Handeln steuern. Ja. Wenn du an der Situation bist, dass du sagst, ich will aufhören, was hindert denn dich daran? Such deine Drogenberatungsstelle, das ist der allererste Schritt. Und dann sprichst du mal mit dem Drogenberater, dass du aufhören möchtest über deine Substanzen. Und falls du es weißt, warum, dass du überhaupt Drogen nimmst, dann bist du gleich schon mal noch weiter. Aber das musst du erst einmal wissen. Was, warum macht man das? Wenn man das rausgefunden hat, kann man es bearbeiten. Daran muss man arbeiten, weil dieser Grund muss weg. Ist der Grund weg? Dann ist der Auslöser weg. Dann sind es bloß ab und zu so Kopfkino-Sachen, die einen dazu bringen, dass man es doch wieder macht. Aber da muss dann der innere Schweinehund bekämpft werden. Und das kann lange dauern, bis der innere Schweinehund so weit bekämpft ist, dass man mit jemandem, der die Substanz leider konsumiert, ganz normal umgehen kann. Es wird ja was anderes konsumieren, was man gar nicht kennt. Weil du wirst sehen, dann verlierst du auch einen Draht zu den Menschen, die dir weitermachen. Du bist ja nicht mehr in dieser Welt drin. Eine Junkie-Welt ist eine ganz andere Welt als eine Alkoholiker-Welt oder eine Kokser-Welt oder eine Kiffer-Welt. Das sind unterschiedliche Welten. Die Leute sind unterschiedlich drauf. Und je nach Gefährlichkeit der Droge oder des Preises des Ganzen, umso näher bist du auch an den kriminelleren Strukturen dran, die es bei uns im Land gibt. Und das ist, bin ich mir sicher, liegt halt daran, weil es verboten ist. Weil da niemand mit dem Reinheitsgrad schaut oder aufpasst, was da sonst noch so drin ist, auf die Konsumarten etc. pp. Ausstiegsmöglichkeiten, die ein bisschen niedrigschwelliger sind, wo du auch ohne einen Antrag zu stellen erstmal hingehen kannst, die mit dir zusammen dann den ganzen Weg gehen, weil das ist für jemanden, der gerade so unten ist, überhaupt nicht möglich, das so einfach gebacken zu kriegen. Und die Laufereien, die für einen nüchternen Menschen schon anstrengend sind, für einen Süchtigen ist das halt noch viel krasser. Weißt du? Und es gibt so viele Menschen, die substituiert sind, wo das funktioniert. Wieso muss man denn aber erst so weit unten sein, bis man die Hilfe kriegt mit dem Substituieren und auch mit dem echten Stoff, weißt du, Heroin vom Arzt. Weil die Methadon-Leute, die haben gerade irgendeinen Beikonsum. Irgendwas. Schlucki, Kiffen, je nachdem, was kontrolliert wird, weißt du? Und nicht der Arzt da und kontrolliert, der Volumenkontrolle, Beikonsum. Ja, aber irgendwann ist das Vertrauen da, dass du das Zeug mit nach Hause kriegst. Dann entweder geschäft uns eh schon die ganze Zeit damit rum, oder aber sie fangen es tauschen an. Irgendwas machen sie, damit sie doch mal wieder ab und zu mal einen Knall geben. Koks oder doch mal einen Heroinballerer. Heroin ist halt scheiße, das turnt dann nicht mehr richtig und so richtig hoch dosiert bist beim Methadon. Ich wusste das, deswegen habe ich da von vornherein ganz niedrig angefangen und habe es probiert, aber als ich gemerkt habe, dass das gar nichts Sinn ist, ja, das nimmt den Nerv, oder du bist zu komisch im Kopf und du bist zu seltsam und es ist echt strange. Ich fand es halt nicht so prickelnd. Rückwirkend gesehen, damals waren die prickelnd. Ja, also ich habe meinen Affen genommen und ich war richtig da und ich musste halt nicht alle paar Stunden einen Druck machen, weil das Zeug so scheiße war, sondern
hier funktionieren können. Aber ich wollte wieder weg, ich wollte wieder knallen, ja, ich wollte wieder einen Turn haben. Aber halt der Turn gefehlt hat. Und den hast du halt bei mir reden. Da ist der Turn dabei. Ich glaube, wenn ich nie Probleme mit dem Cannabis gehabt hätte, wenn es das bei uns in Coffeeshops gegeben hätte oder in Verkaufsstellen, in Social Clubs, egal wie, bin ich mir sicher, dass ich dann nicht weitergemacht hätte mit Koks und auf keinen Fall mehr Heroin. Warum? Es gibt gar keinen Grund dafür. Heißt, wenn ich jemand immer meine Drogen haben kann, die ich haben möchte, dann wäre ich gar nicht in diese pharmazeutische Großhandlung kommen, wo ich dann mit Kurin und so weiter in Berührung kommen bin. Das wäre nicht passiert. Ja? Dann hätte die Polizei nicht eingesperrt und so einen Druck aufgebaut, dass ich von dort aus auf Therapie wollte unbedingt und die erste Therapie gemacht. Dann hätte ich auch nie den Kontakt zu Menschen gekriegt, die gespritzt haben. Ich hatte auf Blechgeruch gehabt und wollte nicht an meiner Nase haben, weil ich das nicht einmal richtig kontrollieren kann, wie das einschert, ob das viel ist oder wenig ist. Mein Blech kann sich rantasten, dachte ich mir mal. Und war ja auch so. Aber da habe ich halt dann erst einmal kennengelernt, wie der Druck ist. Das ist dann nach der Therapie. Und das war wieder eine andere Welt. Und von da an geht es aber dann richtig schnell bergab. Hey, das geht dann ratzfatz. Und ab da ist doch dauernd mit der Polizei Ärger. Und ja. Ich war froh, wie ich das Codein gekriegt habe. Also ich habe mir auch da lange Zeit dann Codeinsaft geholt. Dann konnte ich dann mal Geschäfte machen und wieder tauschen, wenn man wieder Edge haben hat können und eine Edge gehabt hat, dann habe ich das Codeinsaft gehabt. Das war für mein Leben persönlich schon okay. Aber auf die Fläche gesehen, also auf viele Menschen gesehen, ist es, glaube ich, besser, die würden ja Heroin bekommen vom Arzt. Und zwar jeder von denen, der das haben möchte. Und das andere weg, mit der Methadon oder sowas, das würde ich bloß, ich würde es zur Wahl stellen, was willst du lieber, Codein, Methadon oder das. Und man hört es ganz schnell auf mit dem schwarzen Markt, wenn das ja jeder haben kann. Weil nur die Nachfrage schafft ja diesen Markt. Ne? Also wenn in Bayern, da in München alle Codeinsaft kriegen haben können, die ihr Drogenberater gehabt haben und dann wussten haben, welcher Arzt das macht und wo man es herkriegen kann, stand dann auch an der Gieseler Straße. Ja, und hat da seinen Saft verkauft, im Ostbahnhof, damals. Ja, wir hatten ja viele verschiedene Bahnhöfe, immer so ein Rotationsprogramm, sage ich jetzt mal, weil halt die Polizei dann immer wieder irgendwo Repression aufgebaut hat und dann ist man von da wieder weg und dann hat man einen anderen und meistens waren es Verkehrsknotenpunkte. Ja, Sendlinger Tor, Odeonsplatz, in der Gieseler Straße, das ist ja, weil da der englische Garten gleich war, da waren sie auch gestanden, die Tablettenleute und die Saftleute, da haben sie auch verkauft. Ja, da hat mir mal einer zu mir gesagt, so, Alter, wie kannst du denn einer Frau Red Bull geben? Und ich dachte, hey, das Heroin oder ist, also gibt es ihr nicht, sie wird es sowieso selber kaufen, bist du drauf? Und dann meint er, ja, hast du schon mal so einen Zug gemacht? Und ich meine, ja, wieso? Ja, Alter, dann machen wir an. Und von dem erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich erzählt habe. Einen Daumen nach oben. Ich versuche auch den Ton einigermaßen hinzukriegen. Ja, lasst mal einen Kommentar da. Ne? Bis dahin, peace out.